Herzlich willkommen hier im Bewegtbild-Account von Poughkeepsie Network. Heute geht es um ein Gadget, das, ich muss vielleicht anders ausholen, der eine oder andere von euch verfolgt mich auch auf Instagram in den Stories, da zeige ich immer wieder mal zu meinen private Dinge, also familientechnische Geschichten, aber auch sehr viel immer wieder Gadgets, Gadgets im Bereich der Videoproduktion, des Audioproduktion, also für Podcasts und auch ja, sonst so, was man gebrauchen kann. Homeoffice ist so ein Thema, aber natürlich auch das Büro, was man stationär hat in den meisten Fällen. Und da ist etwas, was heute leider nicht wirklich wegzudenken ist, und das ist der ganze Kabelsalat. Vor kurzem habe ich in so einer Story mal so einen Schrumpfschlauch oder in dem Sinn einen Kabelschlauch abgebildet, wie ich den von zu Hause ins Büro transportiert habe. Und ich wurde mehrfach darauf angesprochen, was ich dann damit mache, was man, für was dass man das nutzen kann. Und deshalb dachte ich, mache ich kurz ein Video. Ich zeige euch jetzt, bevor ich ins Büro gehe, noch kurz, wie wir das Ganze hinter dem Fernseher gelöst haben. Weil auch da haben wir diese Schläuche im Einsatz. Und nachher gehe ich rüber ins Büro und da kann ich euch dann zeigen, was man damit alles so anstellen kann. In diesem Sinne, bis gleich. Voilà, und schon im Büro angekommen und der Schlauch ist weiß. Nein, er ist nicht ausgebleicht von der Sonne, von der Hitze draußen. Das Ganze gibt's in weiß und in schwarz, halt natürlich so, wie man es möchte. Passend für das eigene Setup, für einen eigenen Schreibtisch. Je nachdem, wie es euch passt, könnt ihr den Schlauch oder den Schlauch um eure Kabel rum anbringen. Und jetzt, ich habe euch ja vorher gezeigt, wie wir das hinter dem Fernseher gelöst haben. Da haben wir aktuell die Blu-ray-Box, die haben wir die Apple TV dran und noch so ein Google-Dongle. All das Ganze war in einem Kabelkanal schön hinterlegt. Und hier im Büro habe ich ja mehrere Schreibtische, aber nur einen, der eigentlich relativ fix bleibt. Der Blogging-Schreibtisch ist derjenige, der sehr ein fixes Setup hat, wo da nicht was anderes dazukommt. Und deshalb kann ich da das Ganze mit so einem Schlauch einfassen. Und auch da seht ihr wieder so eine kleine Kabelbox unten dran, die Blue Lounge, die ich schon seit vielen, vielen Jahren nutze, die wirklich ganz toll sind. Von da aus gehen die ganzen Kabel hoch in Richtung des Monitors und des Computers. Das ist in dem Fall ein Mac Mini. Und die ganzen Kabel werden auch da zusammengefasst. Ich denke, ich zeige euch da mal kurz ein Video. Schaut nicht auf die anderen Kabel, die noch unten dran sind. Die muss ich nochmals neu hochkleben. Da hat sich der China-Kleber verabschiedet und wollte nicht mehr. Da muss ich noch eine bessere Lösung dafür finden. Aber auf jeden Fall seht ihr den Schlauch im Einsatz. Alternativ lässt sich natürlich auch ein sogenannter Schrumpfschlauch einsetzen. Wer das mag, wer da wirklich ein Setup hat, das stabil bleibt und nicht geändert wird, der sollte da auch mal sich einen Schrumpfschlauch anschauen. Vom Prinzip her ist das was Ähnliches, wie eben diese Schläuche hier sind. Die werden einfach geöffnet, jetzt muss man schauen, genau, so geöffnet, das Kabel wird eingelegt, so, eingelegt und das Ganze wird wieder zusammengerollt und dann ist das so ein schönes, sieht man es hier scharf, genau, ein schöner Kabelkanal. Bei einem Schrumpfschlauch ist der einzige Unterschied, dass man das Ganze im Nachhinein ein bisschen erwärmt und dann bindet sich das Ganze schön um das Kabel rum, hat aber auch den Nachteil, dass man da im Nachhinein nicht einfach mal schnell nochmals öffnen kann und ein neues Kabel reinziehen kann. Und die Option wollte ich mir offen behalten, deshalb diese Art von Lösung. Und vielleicht noch ein ganz kleiner Tipp am Rande, wäre es dann optisch noch schöner mit schönen Abschnitten. Ich meine, hier gehe ich jeweils mit dem Feuerzeug dahinter, damit am Schluss das abgeschnittene Stück auch einen schönen Abschluss hat. Es gibt auch professionelle Lösungen. In diesem Fall ist es von Blue Lounge, auch wie die Boxen, das Soba-System. Da habt ihr unter anderem eine Möglichkeit, das Kabel oder den Kabelkanal zu zwei zu teilen, zum einen Richtung Computer, zum anderen Richtung Stromsteckdose. Je nachdem, wie ihr das halt haben möchtet, habt ihr hier die Möglichkeit oder ist es euch gegeben, das Ganze einfacher gestalten. Das ist natürlich preislich ein bisschen anders gestaltet als sowas, aber eben, es kommt immer darauf an, was will man, soll es fürs Auge sein, verschwindet es eh unter dem Schreibtisch oder eben was Schönes fürs Auge.
Von dem her seht ihr, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ein fertiges System von Blue Lounge, das Soba. Es gibt die Möglichkeiten von diesen Schläuchen. Es gibt die Möglichkeiten von Schrumpfschläuchen. Und da ist halt immer die Frage, wie viel Budget möchtet ihr einsetzen? Wie soll es aussehen? Ist es unter dem Schreibtisch? Sieht man es eh nicht. Wenn man es sieht, ist sicherlich die Blue Lounge-Lösung eine schöne Geschichte, weil schön abgeschlossen mit den einzelnen Weichen und Zwischenstücken. Ansonsten kann man eben gut auf solche einfache Schläuche setzen oder auf Schrumpfschläuche. Ich hoffe, ich konnte euch zeigen, was ich mit diesen Schläuchen gemacht habe und euch ein bisschen Einblick geben. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, lasst es mich doch einfach wissen. Schreibt mich an, unten in die Kommentare. Und ja, abonniert den Kanal. Bis bald wieder. Euer Poughkeepsie. Tschüss.